Bereits im Oktober erfolgte der Spatenstich für den Neubau des stationären Hospizes in Jena. Lange war darum gerungen worden. Als es endlich grünes Licht gab, fand die 2014 gegründete Hospiz- und Palliativstiftung in Jena Wohnen einen Partner für das Bauprojekt. Das Wohnungsunternehmen möchte einen aktiven Beitrag leisten, die Situation für schwerkranke Patienten in der Region zu verbessern. Das Hospiz als Raum für einen Abschied in Geborgenheit und Fürsorge vervollständige dieses Vorhaben, begründete Jena Wohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum das Engagement. Die Einrichtung wird die erste ihrer Art in Ostthüringen sein. Die Vorteile für Schwerkranke und deren Angehörige liegen auf der Hand. Es gibt Menschen, die eigentlich gerne zu Hause wären, aber aufgrund der Erkrankungssituation nicht zu Hause betreut werden können oder weil keine Angehörigen da sind, die sich mit um die Menschen zu Hause, in ihrem angestammten Zuhause kümmern können, die aber gleichzeitig nicht in der Situation sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und dann ist es gut, ein neues Zuhause für diese Menschen zu schaffen. Und da ist die beste Möglichkeit ein stationäres Hospiz. Für die Planung des Gebäudes wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, den das Dortmunder Büro Gerber Architekten für sich entschieden hatte. Das eingeschossige Gebäude wird mit einer großzügigen Gartenanlage sowie mit zwei begrünten Innenhöfen ausgestattet sein und 12 Bewohnerzimmer haben. Jena Wohnen als Bauherrin investiert insgesamt 3,8 Millionen Euro in den Neubau, der in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda Ost entsteht. Die Stiftung selbst muss noch rund 500.000 Euro für die Ausstattung aufbringen, die sich vor allem aus Spenden zusammensetzt. Jena Wohnen hat sich zudem ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Nach nicht einmal 14 Monaten Bauzeit am 6. Dezember 2018 soll das stationäre Hospiz eröffnet werden.